Ja, hey, willkommen. Mein Name ist der Nero LP und ich grüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Kerberos platt gemacht und sind im tiefen Dschungel gelandet. Wir haben uns voll mit Donald gezickt und können ihn jetzt nicht mehr leiden. Und glaubt, Tarzan hat meine Mutter beleidigt. Aber gucken wir mal. Wir haben ein paar Dias gesammelt, die können wir hier abgeben. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias, vielleicht trifft eins von denen dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Was ist das für ein Schloss? Was hast du denn, Zora? Was? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum? Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. Okay. Okay, waren 6. Das ist jetzt sehr weitergeholfen. Where are my friends, Riku and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Ich hätte ja sogar geglaubt, wenn du nicht so böse gegrinst hättest, aber okay. Der ist bestimmt nicht böse. Oh, hi! Na. Kannst du es wagen? Ich habe die gleiche Strategie. Boah. Piss dich! Aus Maul, ey. So, wir haben hier ein Trio-Tech. Den aktivieren wir natürlich. Bams. Doink. Und da haben wir Dalmatina. So, hier gibt es aber noch ein paar Sachen, glaube ich, die man machen kann. Experimentierinstrumente. Hier gibt es sicher ein paar Anleitungen. Anleitung 2 ist Herstellung von Ether. Zusammen Zutaten hinzugeben und weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gelesen. So als Experiment zur Erstellung mehrerer Items. Okay. Ja, da kann man ja so ein Experiment machen, aber das ist ja mich jetzt nicht so sonderlich. Kann man ruhig auslassen. Also ja nur ein Ether oder so herstellen, also so nicht so. Herstellung von Ether. Zutaten ein Potion. Ja, okay, machen wir halt. Kochrezept. Ofen anmachen, nicht die Finger verbrennen. Ja, komm, jetzt sind wir schon da. Wo ist denn der Ofen überhaupt? Da. So, hab ich gerade gesucht. Potion in den Topf geben. Okay. Zutaten hinzugeben und kühlen. Das Experiment beginnt. Potion hinzugetan. Und jetzt kühlen. Okay, wird durchgeführt. Ether halten. Experiment beendet. Ich will noch mehr. Zutaten hinzugeben und Feuer. Potion hinzugetan. Jetzt den Ofen anmachen. Feuer entfachen. Okay. Ofen brutzelt das Feuer. Fertig, Heilpotion erhalten. Sehr gut. Ofen zu. So, whoops.
Warum ist da nichts mehr? Gehen wir mal da lang. Aber noch nichts erkundet, glaube ich. Also haben wir noch nichts erkundet, auf jeden Fall. Die Felsklippe. Ich habe da sind noch ein paar Shots drin. So, eins. Mega Potion und zwei, wusste ich doch. Ha. Mithrilias. Okay. Dann folgen wir Tarzan, wo auch immer hingegangen ist. Wir wissen es natürlich nicht. Da rollen wir. Wir sind schneller laufen, wir auch schnell. Aber geht nicht. Da irgendwo war noch ein Trio-Tech, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt hinkommen kann. Gehen wir mal hier hoch. Danach können wir eigentlich Tarzan wieder mitnehmen. Wir haben schon einen anderen Charakter haben. Oh. Er ist zu Kerchak. Okay. So, X. Er ist so verwirrend. Man drei drücken und sonst. Was? Da. Ah! Ich muss man drei manchmal X drücken. Sehr gut. Konnte man ja nicht noch weiter? Da, Dschungeleingang. Ja. Okay, wir sind sogar ja richtig. Er hätte auch da hinten wieder zum Nilpferd gehen können und. Naja, egal. Kerchak, please listen to me. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. You see, I want to help them, because, well, they need us. Oh, did you get that? No! Kerchak! Kerchak! Irgendwas scheint ihm abgelenkt zu haben. Ich hätte so ein Baumhaus drüber gesehen. Ja, was ich auch erst sehr spät mitbekommen habe, ist, der hat in Gorillasprache geredet. Deswegen hat er auf einmal so flüssig geredet. Habe ich irgendwie früher nie so gecheckt. Aber genau hier wollte ich hin. Was? Da. Oh, noch ein Trio-Tech. Komplett. Boink, boink. So, dann können wir jetzt eigentlich Tarzan mitnehmen. Ich glaube, hier waren keine anderen mehr. Glaube ich. Wait, Kerchak, please. Was ein Affentheater. You don't understand. I was only trying to. A snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Na klar. Und wieder runter. Ne, okay.
Zwar macht mein Tarzan-Style. Oh, hier waren wir auch noch nicht. Stimmt. Dann kann ich auch mal zu Tarzan hier wechseln. Hier ist ein Speicherpunkt. Dafür nehmen wir raus. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann dich hier nicht leiden in dieser Welt. Also lass mal Donut raus. Passt doch eigentlich. Da sehen wir natürlich die abgezogen auf der Rutsche. Bams. Bams. Also irgendwie mit einem Minispiel verbunden, was richtig schwierig sein kann. Kaputt gehauen. Vor Tarzan. Ich hab Angst. Da habe ich gesagt, die Welt wird ein bisschen länger. Irgendwie sind wir, glaube ich, auch schon bald durch hier. Ey! Oh, wo ist er? Schon wieder hier. Ah! Müssen wir echt auf das Camp hier aufpassen. Hier läuft die ganze Zeit ein Leopard oder Jaguar oder was weiß ich rum. Leopard, Leopard, Jaguar, Gepard, so was das gleiche ist, eine riesige Katze. So, jetzt habe ich dich wieder. Oder auch nicht. Bringt mich ja noch um, Hilfe. So. Feuer getötet. Bum, bum. Speicherpunkt, keine Sorge. Oh, gerade Erfahrungspunkte bekommen. Oh, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! Oh no! Schon wieder was tot gemacht. Gehen wir mal gucken. Heartless. Na warte, wie könnt ihr fragen? Tata geht einfach durch und hat alles weg. Klasse. Totes Gummi erhalten. Geil. Ja. Die Gorillas sind in Gefahr. Herzlose, kommen. Alter, das ganze Ding. Ja, gibt's gar nicht. Ich wollte jetzt L1 zum Kreis drücken. Bing. Sehr gut. Wäre irgendwie blöd, hat man fast nur Gummis und Mitre-Stücke bekommt. Bei jeder Truhe oder irgendwie anderen wichtigen Sachen. Statt mal irgendwie so eine geile Ausrüstung oder so. Kriegt man extrem selten. Ich liebe Blitz, Donner. Nee, Blitz, ne? Blitz, ja. Wie schon mein Leben lang Final Fantasy. Ich muss das eigentlich wissen. Aerogard Gummi. Sehr schön. Wir müssen ja eigentlich dazu immer kommen, ne? Thunder.
Oh Mann. Ja, ich bin jetzt mal Tech 2. Ich krieg bestimmt nur einen, wenn ich die sonst treffen würde. Gut. Ja gut. Zum Platzen gemacht. Ja, von den weiblichen, da muss man sich dann aufpassen. Die können Bananenschalen legen. Und ja, dann verliert man Geld, sogar bei anderen Charakteren. Mann. Und auch da meine Bananenschale. Ja, ich hoffe, das ist nicht alles mein Geld hier. Ja, ich drücke R1. Hallo. So. Auch. Jawohl. Wie weit bin ich vom Level Up entfernt? Nicht weit. Rufi erst recht nicht. So, dann tun wir aber mal jetzt nicht. Gut, mal doch. Falsch gezielt, Mann. Ich weiß gar nicht, zu welchem Gebiet ich überhaupt jetzt alles hin muss. Oh Mann. Ja, gut. Gehen wir erstmal weiter. Ihr könnt mich mal tschüss. Verpacke ich doch nicht meinen riesigen Schlüssel aus. Ja, wieder jetzt hier den Weg nehmen. Dann gehen wir mal zum Baumhaus und was weiß ich nicht überall. Mein Speicherpunkt hätte ich mich halten können, verdammt. Okay, was zum Teufel? Nee, warum ging das gerade nicht? Kein Plan. Aber egal. Dann weiter. Ja. Wow, Hilfe! Ich hab Kreis gedrückt. Oh Mann. Das war ein bisschen zu weit. Ich bin einfach zu aerodynamisch. Ja, ich kann leider nicht mehr so viel aufnehmen, weil meine Festplatte mal voll ist. Ja. So, da hoch will ich. Da will ich hin. Wir dürfen eigentlich noch storymäßig einiges hier schaffen. Kommt irgendwie sofort, als würde ich das Spiel durchwaschen. Aber ist eigentlich nicht so, bin ich jetzt. Ich mache nur so lange Parts im Gegensatz zu meinen anderen Projekten. Eigentlich auch nicht, aber trotzdem. Kommt mir irgendwie so vor. Also Platz Abwehrkraft, ach, das war Tarzan. Mann! Hey, Roga-Gummi, warum haben die Gummis? Sind irgendwie die Affen die Experten aller Gummis oder was? Wer macht da drin Party? Ich will auch Party machen, Tisch! Sehr gut. Au, nicht gut. Wo sind die anderen beiden? Auf Hilfe. Hoppa.
nach wie ein Monster anzeigen. Nach jedem Angriff erstmal rollen. Ja. Oh, müssen wir da lang? Ich glaube ja. Ich glaube, wir müssen da zurück. Ach. War schon wieder hier. Ne, gucken wir mal. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Seht ihr, jetzt habe ich die Blume angegriffen. Jetzt macht die irgendwas. Ich weiß aber nicht, was. Oh, Potion. Aber ich bin auch kurz vom Level up, Mann. Glaube ich. Da gehen wir einfach hier runter. Leck mich. Andere Gebiete zum Kämpfen gibt es ja nicht. Muss ja irgendwie hier sein. Letzte. Ja, dann noch, ich weiß vielleicht, was als nächstes kommt. Das macht schon wieder ein Randal. Angriffskraft, sehr schön. Überzeug mich mit einer Kombo weg. Bams. Geh einfach mal hier lang. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh, hi, du. Ich sowieso nicht schaffen. Doch, ja. Donnertropfen, das war aber ein großes Ding. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay, cool. Ja, hier. Au! Dann geht das noch. Ach Gott, verdammt. Ich bin schon so weit gekommen. Alter, ich krieg da nicht hin. Mann, ich verschwinde immer unter meinen Gefährten. Oh, verdammt, der Dreck. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich weiß das nicht mehr. Unter alle. Da gehen wir mal jemand hier, Dingens. Weiß ich nicht. Ich glaube, dieser Klett ist wohl auf. Ja. Ja, okay, oder so. Okay, das war jetzt ein gutes Stichwort. Was wir als nächstes machen müssen. Diese Pfeife habe ich noch nie bei irgendjemandem gesehen. Die ist weg. Also wie die ganzen Kämpfer ausgegangen sind bis jetzt. Aua. Warum hast du schon wieder Potions? Ich hätte keine gegeben, ne? Ich bin irgendwie unfair von dem Viecher, das nur auf mich losgeht. Alter, ein Viech geht nur auf mich los.
Okay, mal. Nur so die letzten Schläge verbrauche ich noch hier. Potions. Automatisch. Weißzahn erhalten. Okay. Oh, hey, na? Thunder! Thunder! Oh, Mann. Ja. Ich muss vom Level ab. Nein, bestimmt nicht. Ich habe gerade erst einen gehabt, Mann. 55, obwohl. Donald ist kurz vom Level ab. Aber wer hat es denn Donald im Moment? So, Reißzahn, was macht der, was tut der? AP, Angriffs- und Abwehrkraft, ja. Weil dafür gehen die Lebensmittel runter. Ja, komm, dann kriegt Donald hier den, nee. Er braucht auch Lebenspunkte, Mann. Einen könnte ich denn gebrauchen? Ja, anders, glaube ich, bin ja der Angriffstyp. Ich rufe übrigens die letzte Protestkette. Protestkette, ja. Beinahe. Und ich bräuchte noch ein paar Erfahrungspunkte, wenn es geht. Ah, ich habe gerade keine Dingens. Was zum? Warte mal, benutzen. Dann machen wir mal hier was. Also, so, ich weiß das nicht mehr so auswendig. Tut mir leid. Warte mal, das Blitz. Oh, komm her, mach noch mal diese Glühbirne. Na, komm schon, Glühbirne. Alter. Bams. Schön. Nochmal die Glühbirne oder was auch immer sein soll. Na komm. Den zweiten Schatten auf jeden Fall nicht mehr, wenn er sich so anstellt. Bam, so. Blitzmeister. Oh, zwei Spieler. Ich möchte mal Level Up hier abholen. Wo wir sind jetzt schon bei 29 Minuten, hallo? Ich kann schon wieder nicht nachgucken. Ich bin der Blitzmeister, was wollt ihr? Pong. Nur zwei Erfahrungspunkte geben, wenn ich krieg die Krise. Ich will noch einen Lab haben. Oh,
Nein, du Tarzan, ich. Oh, danke. Was ist das? Ach, verdammt. Entschuldigung, Tarzan. So, ach, leck mich hier. Das war ein Part bei den Tschüss. Hey, wo ist Jane? Was ist los, Tarzan? Irgendwas kommen. Jane in Gefahr. Jane in Nähe, beim Baumhaus. Das klingt nach Ärger. Gehen wir. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.